Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Retro City Rampage mit dem Gecko Climber. Wir haben schon im letzten Part vergeblich versucht, diese elendige Mission hier zu schaffen. Und diesmal habe ich eine andere Idee, wie wir da zumindest mal an ein ordentliches Fahrzeug rankommen können. Nämlich, wir warten einfach am Anfang der Mission, bis wir ein ordentliches Auto kriegen. So. So, ja. So, das sieht doch schon gar nicht mal so verkehrt aus, würde ich sagen. Oh Mann, das klappt nie im Leben noch. Ey, wir haben's gepackt! Vielen Dank, Kollege. 2 Sekunden. Oh, Leute. Hey, ich bin gut. Geil. Oh, ich hab gedacht, wir hängen hier noch ewig fest. Ja, vielen Dank, Kollege. Und bis bald. Arcade-Wettkampf freigeschaltet. Stil freigeschaltet. Sensemann. Der gefällt mir. Sollten wir mal kurz bei dem... Doch, wir gucken mal bei dem Huttyp vorbei, falls wir die jetzt gerade zufällig finden irgendwo. Ob wir da den Sensemann kaufen können. Der wird mir jetzt natürlich gefallen. Wer bist du? A plausible machinery. Ich überlege gerade, was haben wir hier gemacht? Hier waren wir schon mal. Ich glaube, hier haben wir irgendwas gekauft. Ah, ich glaube, hier hatten wir das, unser E-Prom haben wir hier, glaube ich, gekauft. Kann das sein? Oh, und da geht es jetzt direkt wieder zurück Richtung Dogs. Oder sollen wir nochmal zu unserer Freundin? Ah, ich glaube, wir fahren nochmal zu unserer Freundin. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Vielleicht, bringt die uns ja nochmal um. Wir dürfen die ganze Käse jetzt nochmal machen. Das wäre natürlich... Was war denn das hier? Skaten by. Nö. Ich bleib bei meinem Shelly. Oh, ich bin so happy, dass wir das jetzt gepackt haben. Ich habe jetzt echt schon gedacht, ich verreck an dem Ding. Und muss jetzt, was weiß ich, wie lange hier noch dran rumzocken. Stopp. So, dann nochmal zu unserer Freundin hier. Oh, du hast überlebt. Ja, so irgendwie. Du verrücktes Huhn. Das Kleine braucht sowieso einen Papa. Wenn ich dich nicht umbringen kann, dann lasse ich dich eben leben. Dann lasse ich mir eben lebenslänglich geben. Lass uns heiraten. Was? Triff dich mit dem Sprinter-Team der Thieftopolis-Spiele 2000XX. Es bringt dich zur Kapelle. Besiege die Athleten, bevor sie sich zu der Kapelle bringen. Oh Gott. Hilfe! Hilfe! Laufen! Yeah, dieses verrückte Huhn. Zumindest gab mir das die Gelegenheit, das Sprinter-Team der Spiele 2000XX zu schlagen. Jetzt fühle ich mich... Ich fühle mich jetzt ziemlich gut. Boah, ey. Mann. Was für eine olle Kuh.
Ja, wir müssen unbedingt zum Hut laden. Willst du Spaß? Ruf Napoleon an, den kennen wir, glaube ich, schon. Ich will jetzt erstmal zu dem Hutladen hier, weil, dieses olle Propeller-Ding da auf meinem Schädel, das sieht so, uncool aus. Ihr wisst schon, was ich meine. Jimmy Holtz, Skaten by. Nee, Skaten. Und da war aber auch nochmal ein. Rodney's Hawks, 5 und 5 Epics. So. Haben wir den auch? Ich meine, gut, okay, unser Spieler hier, der ist aber auch ein bisschen verantwortungslos, muss man jetzt immer schon sagen. Erst Kinder machen und dann die Verantwortung nicht für übernehmen wollen. Dummer Sets, da wollte ich eigentlich, würde ich eigentlich ganz gern. Epic Falafel. Oh, dann klauen wir uns mal ein Fahrrad. Ich will jetzt unbedingt noch einen anderen Hut haben, bevor wir mit dem Käse hier weitermachen. Eieieiei. Was war das hier? Das waren die Cerealien. Ah, da ist Wonderheads. So, endlich muss das elende Ding muss von mir vom Kopf. Ja, wir haben coole Hüte für coole Leute. Ja, der Chef-Fahrradhelm. Ja, Nasen. Sombrero. Ja, wo ist der Sensemann? Naja. Nehmen wir halt, den. Ah, den Ascot. So. Das sieht doch richtig gangstermäßig aus. Ich bin auf. Ich bin ein französischer Gangster. Der beste Französisch-Gangster von ganz Tiefdropolis. Ach ja. Ich muss unbedingt mal noch, fällt mir jetzt bei der Gelegenheit ein, wo wir es von Französischem Accent haben. Ich muss mal unbedingt noch die Baphomets Fluch. Da ist noch eine Telefonzelle. Evergreen Landschaftsarchitektur 55683272. So, da holen wir uns nochmal ein bisschen Energie. Neuer Steve H. Thompson. Okay, warum wir auch immer jetzt den Stil bekommen haben. Ist mir aber jetzt auch egal. Jetzt fahren wir erstmal zum Doc und kümmern uns dann mal um den Rest von unserer Zeitmaschine. Wobei ich immer noch nicht genau weiß, warum der eigentlich zurück will. Weil, ist eigentlich cool und so. Die echten Go-Go-Busters. Die sind auf meinen Kaugummi getreten, haben mal gemerkt, dass es gar kein Kaugummi war. Wollen sie ihre Tanzstange Hochglanz bringen? Ist das Plexiglas in ihrem privaten Tanzzimmer voll seltsamer, klebriger Schleime? Sie wollen das nicht anfassen? Wir machen das für sie. Nehmen sie das Telefon in die Hand und rufen sie die Go-Go-Busters an. Wir sind auf alle Fälle vorbereitet. Inzwischen im Labor. Schätze, wir brauchen das 72-adrige Verbindungsstück. Wo kriegen wir das her? Im privaten Tanzzimmer des Vereins, den ich regelmäßig besuche, stand eine große Kiste davon. Leider hat die Legion des letzten Tages den Verein gekauft und geschlossen. Sie haben irgendwas davon gefaselt, dass sie ihre saubere Straßen wollen und die Leute bekehren möchten. Das ist ja übel. In der Tat. Früher hatte ich eine Frau als rechte Hand. Jetzt habe ich nur noch meine rechte Hand. In dem Verein darf nur noch das Reinigungspersonal rein. Oh Gott. Vielleicht brauchen die ja noch Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, die nehmen alles auf die Schippe, was sie auf die Schippe nehmen können. Zum Go-Go-Busters Hauptquartier. Okay. So, komm, fahr mal zu, du elender Krankenwagen. Solle.
Go-Go Busters. Oh Mann, ey. Das ist cool. So, aber die Polizei lässt es sogar vorbei. Obwohl wir jetzt hier gerade sämtliche Verkehrsregeln gebrochen haben, die es gibt, ist das toll. So, dann steigen wir aus und gehen wir zu den Go-Go Busters. Der Spieler gibt seine Bewerbung ab. Liebe Go-Go Busters, ich kann hart arbeiten, ich erledige jede Art von Job und stelle keine Fragen. Meine Hobbys: alle möglichen kostenpflichtigen Anrufe entgegennehmen, Autos von Freunden ausleihen, Räuber und Gendarmen spielen, vorzugsweise Räuber, von A nach B fahren. 30 Sekunden später. Congratulations, Player, du bist angestellt, ein toller Arbeitnehmer. Du wirst als sehr ersetzt. Du weißt dich als sehr ersetzbar, unersetzbar. Geh jetzt, du fängst morgen bei Sonnenaufgang an. Bill. Willkommen an Bord, Neuling. Ich bin kein Neuling, ich bin der Spieler. Wir brauchen ein paar Räder, um zum Paramour zu kommen. In dem Auto, das Dan gekauft hat, spukt es allerdings. Ja, und wir haben Angst vor Geistern. Ja, toll. Tut mir leid, Jungs. Aber ich konnte nicht widerstehen. Es hat nur 4.800 Dollar gekostet. Hör zu. Du musst dem Auto die Geister austreiben. Tut uns leid, aber jeder Neuling bekommt am Anfang seine Aufgabe. Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt da gekriegt? So. Jetzt müssen wir irgendwo... Ach so, das waren die Stiefel, die wir gekriegt haben. Yay! Lauf zu, Mann! Ihr kriegt mich nicht! Ihr kriegt mich nicht! So. Gut, du bist hier. Wir stecken gerade mitten im Frühjahrsputz. Wir werfen die Toten und die ablaufenden Medikamente raus. So. Geh in den Abladebereich, wo wir alles zum Fenster rauswerfen. What? Ich bin Laishita. Hallo? Ich hunger. Ich esse tote Leute. Fütter mich. Ja, es tut mir leid. So. Okay, ich verstehe, wie es funktioniert. Au! Mann! Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Okay, schmeiß mal den nächsten... Aua! Ich sag mal, was schmeißt die hier alle draus? Ich hab das noch alle. So, ich hunger. Ja, ich bin doch dabei. So, guck mal, da ist noch was Leckeres für dich. So, Achtung, ich fahre. Ja, dann fahr du mal. Ah, sag mal, könnt ihr mal irgendwas Gescheites hier rauswerfen? Ey. Napalm. Essen, essen. Aua. Mensch, jetzt seid doch mal nicht so undankbar. Und ihr, Leute, was schmeißt du mir in eine Leiche, bitte? Ich, keine Molotow-Cocktails, ich will Leichen sehen, ich will Leichen sehen. Ja. So. Komm, noch eine Leiche, bitte. Kein Molotow, eine Leiche, eine Leiche. Sag mal, wie viele Leichen habt ihr noch im Keller? Das war knapp. Okay. So, jetzt müssen wir nur noch zum Go-Go Busters Hauptquartier. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht irgendwo noch an einem Essensautomaten vorbeifahren könnten. So, Gibt's hier noch was? Nee.
Ich will doch nur noch was futtern. Ich brauche ein bisschen, Au, Mann, pass auf, wo du hinfährst. Das war jetzt falsch. Das war sehr falsch. Gibt's hier was zu trinken? Nee. Das ist ein Zeitungsautomat. Scheiße. Ich wollte doch eigentlich was zu trinken. So. Nee, das ist, glaube ich, auch nicht das, was ich suche. Neue News. Da vorne gibt es wahrscheinlich Kaffee. So. So. Neuer Stil freigeschaltet. Cool. Geh zu Doc Chuck, um mit der Suche nach weiteren Teilen anzufangen. Warum? Wir haben doch gerade jetzt, was haben wir hier? Mallet, Mallet, Clip, Clips. Ah, okay. Soll ich ihn in Fukuhila schneiden? Wählen Sie Ihren macho-mäßigsten Fukuhila. Obermacker, Eiskopf, Mac Fukuhila, klassischer Fukuhila, dicker Rattenschwanz, Rattenschwanz. Oder den Flachkopf, jo, Flachköpper, gelle. Ja, ja, ja. Nö, wir bleiben bei dem, was wir haben. Ich möchte aber trotzdem vorher irgendwo noch was zu futtern haben, wenn es geht. Weil, hatten wir den eigentlich? Den hatten wir, glaube ich, schon, gelle. Ja, den hatten wir schon. Wir suchen jetzt erstmal noch gemütlichen, irgendwas zu trinken oder so. Und dann machen wir, glaube ich, auch langsam, aber sicher schon die Folge wieder zu Ende. Wir haben zwar noch ein paar Minuten, aber ich will... Tja, so geht's auch. Scheiße. Das habt ihr nicht gesehen, gelle? Ah, da wollen wir noch zum Veterinär, genau. Oh. Wir können, wir haben keine Knarren mehr. Tja, beim Veterinär gibt es nicht viel zu holen. Aber wenigstens haben wir wieder volle Energie und, ach, guck mal, was da ist. Dann decken wir uns doch gerade nochmal geschwind mit ein paar Knarren ein. So, eine Submachine Gun, eine Schrotflinte, Granaten sind eigentlich auch nie verkehrt. Die Bioklaue will ich auch mal noch haben und den Grog. So, war jetzt teuer, aber es war mir die Sache wert. Den will ich jetzt mal noch ausprobieren. Oh. Hihi. So. Ich schätze, die Räder werden nicht mehr gebraucht, ja. Und das, was dran hängt, wahrscheinlich auch nimmer. So, dann fahren wir die Richtung hier. Hihihihihihi. Sag mal... Ja, komm, bis du da bist, sind wir noch mal kurz beim Doc verschwunden. So, und dann warten wir gerade mal noch eine Sekunde. Jetzt kommt hier gerade wieder eine Menge E-Mails rein bei mir. Ich hoffe, das seht ihr nicht. So. Okay, wir sind wieder da, wo wir... Ach, wir nehmen das Auto da oben mit. So. Und gehen wir wieder zu den Go-Go-Busters. Den Go-Go-tanzenden Go-Go-Busters. Go-Go. Ah, Mann, ey. Die haben so kranke Anspielungen hier drinne. Das macht so viel Laune, muss ich sagen. So. Und wenn wir bei den Go-Go-Busters sind, beenden wir dann auch den Part, würde ich vorschlagen. Ja. So, da noch nach oben, da noch nach oben. Stopp. Ja, lassen wir mal ein bisschen die Unruhe.
Oh, wir gucken uns mal noch kurz im Hauptquartier bei denen um. Was ist das hier? Ich hab da so ein Gefühl, dass hier noch irgendetwas passieren wird. Ich kenne meine alten Filme und ich weiß, was in meinen alten Filmen so alles passiert ist. Und das werden wir jetzt wahrscheinlich sehr, sehr bald rauskriegen. Aber nicht jetzt, sondern erst in der nächsten Folge. Bis dahin dann schon mal. Tschüssi!